Hi. Ja, ihr habt es geschafft. Zu mir ins Klo. Ich mach's wirklich. Aber nicht ohne Grund. Ich habe eine wichtige Frage an euch. Ich war gestern einkaufen und es haben Dinge gefehlt. Also habe ich einfach zugegriffen. Klopapier. Zum Beispiel, Klopapier muss man kaufen. Man redet nicht drüber, aber Klopapier braucht der Mensch. Mir ist es egal, was für Klopapier ich kaufe, weil ich habe ein Dusch-WC. Hier, mit Fernbedienung. Dieses Ding macht mein Popöchen immer duschrein. Von unten. Sauber und rein. Wunderbar. Kein Klopapier vonnöten. Aber ich wohne ja alleine. Jetzt haben wir Assistenten da. Meine Mitbewohner da und die brauchen alle Klopapier. Und wer dran denkt, der kauft ja ganz. Und jetzt habe ich gestern das gekauft. Mein Mitbewohner kommt zu mir und sagt: Gratuliere, freut mich, dass du endlich dein Coming-out gefeiert hast. Weil ich Flieder Klopapier gekauft habe. Ehrlich, ist Flieder Klopapier nicht macho genug, um in einer Männer-WG sein zu dürfen? Ich weiß nicht, ich meine, ich habe es gekauft, ich hätte sagen können: Gut, meine Assistenz hat einfach das genommen. Ich habe gesagt, Klopapier da unten, das und 2 Euro irgendwas. Und dann hat es das lila Ding genommen. Hätte ich sagen können, mir war es aber wurscht. Alle waren gleich teuer, also war es mir echt scheißegal. Und ich habe das genommen. Und ich muss sagen, es ist gar nicht so weit, wie man dachte. Aber ich gesagt, mir ist es egal. Und deswegen jetzt die Frage: Ist es nicht macho genug für Männer-WG? Ich weiß nicht. Sagt es in den Kommentaren bitte. Würde mich interessieren. Mein Mitbewohner zur Antwort: Kenny. Ich persönlich. Das ist wurscht. Aber was sagt ihr? Gut, das war's. Schönes Wochenende. Und genießt die Zeit am Klo, es ist immer wunderbar. Die besten Ideen kommen am Klo. Darum, schönes Wochenende und bis nächste Woche. Baba.